Ihr Lieben, ich habe mir ein kleines Projekt vorgenommen für die letzten Tage vor Heiligabend, und zwar die O-Antiphonen. Wer es noch nicht weiß, seit alter Zeit wird im Abendgottesdienst der Vesper das Magnificat gesungen. Das ist der Lobgesang der Maria, wie man ihn im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel nachlesen kann. Der gehört sozusagen zur täglichen Routine derer, die regelmäßig Vesper beten. Nun singt man das nicht immer nach derselben Melodie, sondern das wechselt im Laufe des Jahres und wechselt nach den Festzeiten. Und die wohl herausgehobenste Zeit für diesen Lobgesang der Maria ist die letzte Woche vor Heiligabend, also 17. bis 23. Dezember. Und alle diese 7 Antiphonen, die es sind und die als Leitverse oder Rahmenverse zu dem Lobgesang der Maria gesungen werden, fangen mit einem O an, daher die Bezeichnung O-Antiphonen. Und sie sind alle voll mit biblischen Bezügen. Und einige dieser biblischen Bezüge möchte ich gerne in einem jeweils kurzen Beitrag deutlich machen. Und dann auch an dem betreffenden Tag das Magnificat mit dem entsprechenden Leitvers, der entsprechenden O-Antiphon, veröffentlichen und allen zugänglich machen auf meinem kleinen Kanal. Ja, guckt es euch gerne an. Es ist ja eigentlich immer das Magnificat, der Lobgesang der Maria. Wem das zu langweilig ist, bitteschön. Mir ist dieser Lobgesang nie langweilig geworden, und zwar, weil ich ihn als ein Gebet nehme, wie ich auch das Vaterunser als ein Gebet nehme, das mir ja auch nie langweilig geworden ist. In dem Sinne wünsche ich uns eine fröhliche und gespannte und hoffnungsvolle letzte Adventswoche.